Hallo und willkommen zurück zu Python. So, weiter geht's mit Vererbungsgedöns und ja, da wir jetzt schon mittlerweile so fortgeschritten sind, werde ich euch einfach mal zeigen, was Mehrfachvererbung in Python ist. Das bedeutet, eine Klasse kann von mehreren Klassen erben, und dazu brauchen wir natürlich noch logischerweise erstmal eine andere Klasse. Ich werde gleich mal zwei erstellen. Hier nehme ich eine nicht Lebewesenklasse, sondern Haustierklasse, Haustier. Und hier eine Säugetierklasse, damit es auch irgendwie Sinn macht. Ich schreibe es mal mit A, ich bin mir nicht sicher, wie es bei den Klassendefinitionen funktioniert. So, und hier gebe ich jetzt einfach mal, ne, die Augen können wir drin lassen, hier machen wir was anderes rein. Einfach mal Pfoten, ups. So, das hier brauchen wir alles nicht. Ich will nur dieses Attribut drin haben, mehr will ich gar nicht. Und hier sagen wir nicht Pfoten, sondern Ohren, genau. So, jetzt hat er vier Pfoten und zwei Ohren. So. Und jetzt wollen wir sagen, okay, diese Haustiere, upsala, falsch rum, sind alle Lebewesen. Gut, das kennen wir schon, das ist einfach Vererbung, das bedeutet, wir kriegen hier den Konstruktor vererbt, wir kriegen diese Lebemethode vererbt und wir kriegen diese Augen vererbt. Dasselbe machen wir jetzt auch mal hier, wobei, nee, das lassen wir noch. Das machen wir nachher, das zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. Und ich sehe gerade, ich muss hier noch ein paar Zeilen hinzufügen, damit ich euch das hier unten auch zeigen kann. So, jetzt geht's. Okay, und jetzt sagen wir hier, okay, unser Hund ist ein Haustier. Und er ist ein Säuger. Okay, so. Und wenn wir das jetzt so sagen, dann wissen wir aber, jedes Haustier ist gleichzeitig auch ein Lebewesen. Sprich, jeder Hund ist auch ein Lebewesen. Indirekt. Also über dieses Haustier ist jeder Hund ein Lebewesen. Das bedeutet, wir können hier immer noch die Augen aufrufen. Also der Rest, der dürfte jetzt nicht mehr neu sein, dass man die Pfoten aufrufen kann und die Ohren aufrufen kann. Wir könnten hier jetzt einfach sagen, Python First Try. Und wir sehen, wir geben hier immer noch die Augen aus, die wir über Umwege erreichen. Weil wir die Lebefunktion aufgerufen haben. Das wollen wir gerade mal nicht haben. Achso, ja, ich habe sie hier überschrieben. Ups. Letztes Video, stimmt. So. Jetzt kriegen wir die Augen tatsächlich vererbt und sie sind nicht überschattet. Das heißt, wir können hier unten die Augen von unserem Hund aufrufen, obwohl diese Augen definiert sind in der Lebewesenklasse und wir nicht mal direkt von Lebewesen erben, sondern nur von Haustier. Denn dieses Haustier, könnt ihr euch vorstellen, das hat von Lebewesen die Augen geerbt, also werden die auch weiter in den Hund überschrieben. Gut, parallel dazu können wir jetzt natürlich auch die Ohren aufrufen und die Pfoten. Ich kann es euch gerade kurz mal zeigen. Also hier einfach Ohren. Und haben wir zwei Ohren. Die sind aus dem Säuger, sprich aus der Klasse hier. Und dann haben wir hier noch die Pfoten. Die sind aus der Haustierklasse. Die, wie wir ja schon gesehen haben, die funktioniert ganz toll. Das heißt, sie haben vier Pfoten. So. Das heißt, wir haben aus jeder dieser Klasse hier irgendwelche Attribute. Natürlich funktioniert das genau gleich mit Methoden. Jetzt, was passiert, wenn wir hier unserem Haustier auch noch Ohren geben? Und zwar, wir geben ihm drei Ohren. Naja, jetzt haben wir hier zwei Ohren im Säuger, drei Ohren im Haustier. Dann haben wir ein Problem, theoretisch, weil wir uns ja eigentlich nicht entscheiden können. Da sollte ich natürlich erstmal Ohren reinschreiben und nicht Pfoten. So, das Ding ist jetzt, Python macht es relativ schlau. Das sagt einfach, okay, wir gehen von links nach rechts. Also was wir ganz links finden, also zuerst einmal gucken wir im Hund nach, was wir im Hund finden, das nehmen wir da und dann nehmen wir das, was wir im Haustier finden und dann nehmen wir das, was wir im Säuger finden. Und wenn es irgendwo zwei gibt, haben sie halt Pech gehabt. Wenn wir eins gefunden haben, hören wir einfach auf. Fertig. Der Trick dabei ist jetzt aber auch, wenn ich diese Ohren ins Lebewesen packe und bemerkt bitte, unser Haustier ist ein Lebewesen, dann passiert Folgendes. Es passiert immer noch genau dasselbe. Es sind immer noch drei Ohren. Sprich, es geht nicht nur bis ins Haustier rein, wenn es von links nach rechts sucht, sondern es geht, wenn es beim Haustier sucht, auch noch beim Haustier von links nach rechts durch. Das heißt, wir schauen erstmal beim Haustier, finden wir es da.
Okay, nein, tun wir nicht. Also gucken wir beim Lebewesen. Bevor wir beim Säuger gucken, gucken wir beim Haustier, Lebewesen und dann erst der Säuger. Und beim Lebewesen finden wir das Ganze. Und dann ist es immer noch eindeutig und wir brechen ab und die Ohren sind die aus dem Lebewesen. So, wir können natürlich weiterhin auf die ganzen anderen Attribute aus Säuger zum Beispiel drauf zugreifen, indem wir hier sagen, Säuger.ohren in dem Fall. Und ja, so können wir darauf zugreifen, aber vielleicht einfach immer das Standardattribut nehmen, weil das kann ziemlich verwirrend werden. So, jetzt kennen wahrscheinlich schon einige von euch das Diamantproblem. Und zwar kann man sich das so vorstellen: Ich habe hier ein Lebewesen. Ups. Und ja, Haustier erbt von Lebewesen, Säuger erbt von Lebewesen. Jetzt handelt sich das Problem nicht mehr um die Ohren, das haben wir jetzt geklärt. Jetzt handelt sich das Problem um die Augen. Die sind hier im Hund nicht definiert. Das heißt, auch in den Unterklassen, in den Parent-Klassen, also Haustier und Säuger, sind diese Augen nicht definiert. Sie sind immer nur in der Lebewesen-Klasse definiert. Und in C++ wäre das jetzt hier ziemlich fatal, wenn ich das so schreiben würde. Das würde abstürzen. Denn es kann sich nicht entscheiden, nehme ich jetzt die Augen, die ich in der Haustier-Klasse habe, oder nehme ich die Augen, die ich in der Säuger-Klasse habe. Denn die sind ja beide aus derselben Oberklasse Lebewesen. Jetzt ist es aber hier auch wieder so, ich zeige es euch, wir haben drei Augen. Das heißt, wir nehmen einfach irgendein, also wir haben keinen Fehler gekriegt, ist im Prinzip die Aussage, wir haben einfach von irgendeiner Oberklasse Lebewesen das genommen. Und wenn wir genauer gucken, dann schreiben wir uns hier einfach mal so einen Konstruktor rein, kopieren den einfach mal ganz kurz und schreiben hier self.augen gleich 4. So. Und wenn wir das jetzt ausführen, ach, muss ich vielleicht noch den Konstruktor aufrufen? Nicht Lebewesen.initself, sondern Haustier.initself. Der Säuger hat hier keinen Konstruktor, der braucht auch keinen, der hat nur dieses eine Attribut, das ist okay so. So, und dann sehen wir, es nimmt die Augen aus der Oberklasse von Haustier. Sprich, wir haben hier zwar beides mal von Lebewesen geerbt, aber wir fangen wieder an, von links nach rechts durchzugucken. Das heißt, wir gehen rein, sagen, okay, Hund hat keine Augen. Haustier, nö, hat keine Augen. Lebewesen, okay, Lebewesen hat Augen. Wir nehmen diese Augen hier. Das sind unsere Augen, die wir kriegen. So, und dann sagen wir hier aber, nachdem wir unseren Hund hier unten initialisiert haben, wir initialisieren auch noch dieses Haustier hier. Und das sagen wir hiermit. Und setzen hier die Augen auf 4, damit wir sie unterscheiden können von den Säugeraugen hier, weil die sind ja immer noch auf 3. Das ist der einzige Sinn von diesem Konstruktor hier, damit wir es unterscheiden können. Und daran sehen wir jetzt, okay, wir nehmen tatsächlich diese Augen aus dem Lebewesen, weil das sind jetzt 4 Augen beim Haustier und nicht nur 3 wie beim Säuger. So, und so kann man das natürlich dann unterscheiden und es ist eigentlich ziemlich super gelöst, finde ich. Einfach von links nach rechts durchgehen. Ja, so funktioniert das Diamantproblem in Python. Also für die, die es nicht kennen, in vielen anderen Sprachen, wie gesagt, führt es zum Fehler und hier haben wir das einfach so easy gelöst. Gut, dann hoffe ich, dass ihr auch hier noch folgen konntet, wenn ihr Mehrfachvererbung habt. Das kann man natürlich noch weiter treiben, also hier einfach weitere Klassen einfügen, so viele wie ihr wollt. Ihr könnt da im Prinzip von unendlich Klassen erben und jedes Attribut wird nur einmal reingebracht. Wenn wir natürlich hier unten jetzt die Augen reinschreiben, gleich 5, dann sind die Augen von unserem Hund hier unten natürlich diese 5 Augen. Ach so, aber dadurch, dass ich hier self.augen gesagt habe, dieses self.augen bezieht sich leider auf die Augen von unserem Hund. Das bedeutet, über dieses Self erreiche ich nicht mein Haustier in dem Fall, sondern wirklich meinen Hund. Und dann überschreibe ich einfach diese Augenzahl hier. Diese 5 überschreibe ich mit 4. Das heißt, im Prinzip, ja, wurden schon die Augen da unten genommen, aber ich habe sie überschrieben. Okay. Genau. Ja, das war es eigentlich auch schon wieder. Und ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.